Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen wackeligen Kanal. Heute geht es mal um eine Saturn-Box im Wert von 100 Euro und weil die so groß ist, habe ich überlegt, wie öffne ich die? Und ich dachte mir so, ich schnalle mir mein Handy an die Brust, Mikrofon ran und ich würde sagen, wir legen direkt los, oder? Wir werden jetzt die Box gemeinsam öffnen und dann gehe ich an meinen Schreibtisch und gucken uns die Sachen an. Wie der Fokus funktioniert, werden wir mal sehen. Ich habe gerade gesehen, der fixiert meine Hände, aber ist ja auch nicht so schlecht. Jetzt seht ihr das, was ich sehe. Irgendwas habe ich zerschnitten. Meine Erwartungshaltung, ich hoffe keine Kaffeemaschine, aber ich glaube nicht. Die wäre ein bisschen zu andersförmig. Mal gucken. Wir sehen schon was von, okay, ha. Es sieht aus wie eine Waage. Oh, ist ein Ventilator. Noch einer. Okay, ein Okay-Ventilator. Okay. Na gut, ja. Ich hatte den mal in weiß, den hat jetzt meine Schwester, jetzt habe ich ihn in schwarz. Yay. Aber man muss natürlich sagen, der Sommer ist hier in der Etage ganz oben sehr, sehr warm. Also so gar nicht mal so schlecht. Ich greife da mal blind rein. Und jetzt gucken wir es uns an. Es ist eine, was ist das? Ein Ladegerät. Ah, ein Fast Charge Kit Wireless. Oh Gott, die Kamera wackelt ja wirklich doll. Ich darf nicht so doll reden. Okay, ich kann mein Handy darauf legen und aufladen. Nutze ich mittlerweile weniger, weil ich mit 120 Watt lade. Da ist der Akku innerhalb von 15, 10 Minuten voll. Aber irgendwann habe ich mal auch wieder so ein Handy. Mein Aufnahmehandy, was jetzt gerade aufnimmt, hallo, das hat ja noch die Wireless-Charging-Funktion. Also das könnte ich noch nutzen. Und wir greifen noch rein. So, wir haben eine Beurer Aktiv Sensorbar Uhr. Ja, eine Pulsuhr. Warum nicht? Vorweg, ich bin natürlich immer relativ schnell zu begeistern. Ich will den Wert hier nicht drin haben. Ich will nichts verkaufen davon. Also Wert nicht drin haben klingt gut. Aber ich hatte so eine von Beurer noch nicht. Ich habe eine Matte von Beurer, die erhitzt mir quasi das Bett. Das finde ich ganz gut. Von dem her ist die auch gar nicht mal so schlecht, denke ich. Mal gucken. Ich greife gleich rein und ja. Ich habe jetzt noch einen. Den kriegt meine Schwester. Die wird sich wahnsinnig drüber freuen, weil die kann dann auch Disney Plus bei sich gucken, ohne irgendwas machen zu müssen. Ich habe schon überlegt, ob sie den ersten bekommt, den ich in der Mystery Box bei. Warum? Also okay, ihr kauft euch so eine Box und habt so ein Ding quasi garantiert drin. Goodie. Ich darf nicht lachen, das wackelt zu sehr. Und wir haben ein PlayStation 5 Spiel. Okay, das ist gemein. Da wird jetzt wahrscheinlich kein. Oh, das Lach muss ich abstellen. Da wird jetzt wahrscheinlich keine PlayStation 5 drin sein. Ich glaube nicht. Okay, das ist gemein. Und wir haben ein. Oh, der ist gut. Ich habe keine Xbox. Oh, der ist schlecht. Ich habe die mir manchmal angeguckt im Laden, dachte mir so, oh, der ist echt schön kompakt, der ist toll. Ich werde mal gucken, ob ich den an meine Switch betreiben kann. Wenn ja, ist es cool. Scheiß auf Kabel, ist mir egal. Okay, da ist aber hier noch jede Menge drin. Wir haben einen Film, Born a Champion, mit, ich kenne keinen davon. Wir haben einen Film und wir haben noch ein Spiel. Wir haben Sea für die PlayStation 4. Ein, ich glaube, das ist das ein Gruselspiel? Nö, mal gucken. Und noch ein Film, The Doorman, mit Jean Reno. Das ist cool, der ist toll. Und wir haben noch einen Film, oh cool, nochmal einen Jean Reno Film. Das ist cool. Staffel 2, nein, es ist eine Serie. Und wir haben ein. Okay, das ist Schwachsinn. Na gut, dann kaufe ich mir jetzt passend dazu das Telefon. Aber wir wollen nicht meckern. Wir haben Transformers Beast Hunters. Enthält den Spielfilm und die komplette Staffel 3. Ja, warum nicht? So, wir haben eine Zahnbürste. Die sind irgendwie immer dabei. Genauso wie eine Glühbirne. Yay. Wartet. Das ist, ich glaube, das ist eine für den Backofen. Okay, ich habe jetzt offiziell eine Glühbirne für den Backofen und im letzten Paket war eine für den Kühlschrank. Ja, ich glaube, ich mache mir Bilderrahmen. Und das war's auch schon. Also für die Leute, die jetzt mitgucken wollten, das war's. Jetzt sehen wir an den Schreibtisch und gucken uns die Sachen nochmal direkt an. Ja, ich bin trotzdem zufrieden. Dann herzlich willkommen auf dem buntesten Schreibtisch bei YouTube. Nebenbei erwähnen natürlich für alle Produkte keine Werbung, weder für die Saturnbox noch für die Sachen hier. Generell, die Saturnboxen sollte man sich nur holen, wenn man sagt, okay, ich will überrascht werden. Wer wirklich Profit versucht rauszuziehen, kann sehr schnell enttäuscht werden. Und das Problem habe ich auf jeden Fall nicht. Bevor ich den Ventilator vergesse, weil der passt hier nicht rauf, ich werde ihn hier mal einblenden. Ich weiß, zum Wert wollte ich nicht so viele Sachen sagen, aber 35 Euro kostet ungefähr der Ventilator. Von dem her ist das dann einfach mal so. Wie gesagt, wir 100 Euro, wir wollen natürlich gucken, erreichen wir den Wert, aber wenn nicht, ist es auch egal, weil die Überraschung zählt. Wow, ich wiederhole mich sehr, sehr oft. Machen wir weiter? Wir machen weiter.
Wir gehen einfach mal strukturiert durch die Celluline Wireless Charging Kit. Wie gesagt, ich werde es nicht oft benutzen oder eigentlich gar nicht. Ich werde es meinen Eltern schenken. Die haben noch so eine Handys, die sie damit aufladen können. 7,5 Watt reicht denen definitiv. Die müssen ständig ein Ladekabel suchen und die freuen sich bestimmt drüber. Der Fitness-Tracker von Beurer. Ich habe mal geguckt, der kostet zwischen 50 und 170 Euro. Keine Ahnung, wo der realistische Wert liegt, aber also 50 Euro würde ich dafür nicht ausgeben, weil die ist tatsächlich relativ dick. Aber die tut halt das, was sie tun soll. Ne? Uhrzeit anzeigen, Fitness-Tracken und Puls und Schlafrhythmus, das, was sie tun soll. Ich werde sie wahrscheinlich verschenken, weil ich habe eine. Ich habe die Amazfit Neo und ich mag die total. Die ist extrem flach, die ist klein, die sieht aus wie eine normale Armbanduhr und der Akku hält 30 Tage. Das Einzige, was das Ding macht, ist halt Puls, Uhrzeit, Datum. Es kann mich wecken, wenn ich die App eingestellt habe. Und die ist quasi auch immer an. Ne? Also ich kann den Bildschirm, also nur die Beleuchtung geht ab und zu mal an, wenn ich so die Armbanduhr bewege. Was jetzt nicht klappt. Hallo Leute, immer noch nicht. Es sieht vielleicht so aus, aber nein. Warte, ich hab's gleich. Warte, ich bin gleich soweit. Ihr habt es gesehen, es hat es gerade gemacht. Ich glaube, ich habe es jetzt. Ja, sie leuchtet. Tatsächlich, wirklich, wenn man den Arm bewegt sie, denn dann leuchtet sie wirklich gleich. Oder man schaltet es aus. Aber wie gesagt, Akku 30 Tage und sie piept halt mit, wenn das Handy piept. Reicht mir völlig aus. Ein Zahnbürstenaufsatz von einer ORB Interspace. Ja, kleine Bürsten. Zwei Köpfe. Beim letzten Mal hatte ich mehr, da hatte ich drei. Und von Cars. Viel cooler, weil Cars. Ich würde sagen, wir gehen mal zu den Boxen. Das sind zum Beispiel so eine Sachen, die will man gar nicht in der Mysterybox drin haben. Staffelboxen von Serien. Weil die Chance, dass man Staffel 1 und 2 hat, ist halt ultra gering. Und dass man sich sagt, okay, ich kaufe mir das unbedingt, noch geringer. Hier ist es gut, hier ist ein Film mit bei. Ansonsten, ich weiß noch nicht wirklich, was ich mitmache. Ich glaube, ich gehe zu meinen An und Fair, suche mir da irgendwas anderes aus und sage, hab bezahlt und dann sage ich, hier, vielleicht wirst du die los. Plan A. Ansonsten Filme, die ich nicht kenne. Jean Reno ist einfach cool, oder? Also ganz ehrlich, Jean Reno ist einfach ein cooler Schauspieler. Also, wow. Ansonsten, den kenne ich nicht. Einfach irgendwelche Filme für abends einfach mal reinlegen. Wenn ich bei einpenne, penne ich bei ein. Ich werde wahrscheinlich bei einpennen. Steve, ein PlayStation 4 Spiel. Ich habe noch nichts wirklich von gehört. Ich habe mir mal geguckt, vom Preis her ist das tatsächlich relativ viel. Aber gut, es wird auch herabgesetzt. Man sieht schon 8 Euro. Ja, ich weiß nicht, ob ich spiele. Mal gucken, das ist eigentlich gar kein Spielprinzip für mich. Aber, mal gucken. Vielleicht verschenke ich es. Nerf Legends für die PlayStation 5. Ich habe keine PlayStation 5, das heißt, ich weiß nicht, was ich mitmache. Tatsächlich, doch, ich weiß, was ich mitmache. Ich habe einen Kumpel, der mag die Nerf Guns und ich werde den das heimlich mal in sein Regal schieben. Der hat zwar eine Xbox One Series One X, aber wenn ich das so reinschiebe in seine Box, denkt er sich irgendwann, hä, wo kommt das Ding? Habe ich mir das gekauft? Und der Gag ist es mir wert. Hoffentlich sieht er dieses Video nicht. Eine Hülle für ein Xiaomi Note 9T. Ja, also ich habe mal geguckt, 230 Euro ungefähr kostet mich das Handy. Wenn ich bei eBay günstig rankomme, wäre es vielleicht ein Schlafzimmer-Handy. Das heißt, was wirklich nur im Schlafzimmer. Andere haben ein Tablet fürs Schlafzimmer. Ich habe dann quasi ein neuwertiges Handy fürs Schlafzimmer. Ich habe jetzt auch eins, aber vielleicht ersetze ich es mal. Dann habe ich zumindest schon mal eine Hülle. Yay. Das macht alles keinen Sinn, aber mal gucken. Der Roku Streaming Stick in 4K. Tatsächlich habe ich den letztes Mal schon drin gehabt, in der Mystery Box von Saturn, 40 Euro, jetzt in der 100er Box. Und tatsächlich macht sich das richtig gut. Den habe ich für unterwegs dabei, ist verbunden mit meinem Handy, ich mache da Tethering an und dann kann ich quasi Disney Plus, Netflix streamen und bin dann nicht auf den Hotel-WLAN angewiesen. Ist tatsächlich richtig gut und macht sich super, wenn man zum Beispiel eine Flatrate auf dem Handy hat. Ohne Flatrate ist es nicht sehr ratsam, weil man verbraucht da sehr viel Gigabyte im Monat oder beim Gucken. Jetzt habe ich den quasi nochmal und meine Schwester wusste das lustigerweise schon. Und die hat sich schon richtig drauf gefreut. Die hat sich vom Saturn-Paket den Lieferschein schon mal geschnappt, hat gesagt, kann ich mir das angucken? Ich so, ja, guck dir das an, ich würde es ja nicht wissen, ich lasse mich ja überraschen. Und die hat dann nachgeforscht, was habe ich da drin und hat sich dann gefreut, als sie gesehen hat, Roku Streaming Stick, weil sie wusste, ich habe schon mal einen. Das heißt, sie wusste wirklich schon, ich krieg einen und hat schon quasi meiner Mutter Bescheid gesagt, guck mal, ich krieg einen, ja. Ja, den kriegt sie jetzt für ihr Wohnzimmer und kann dann auch Netflix, Disney Plus und sowas alles gucken. Und ja, ihr Fernseher kann sowas noch nicht. Also ist mein alter Fernseher. Den irgendwie kriegt meine Schwester meinen ganzen alten Kram. Also die hat einen guten 3D-Fernseher, weil ich habe einen anderen. Naja. Jedenfalls kriegt sie jetzt den und die freut sich richtig drüber. Ich freue mich auch für meine Schwester. Glühbirne, Naken, komm, Glühbirne. Eine Glühbirne. Lustigerweise hatte ich beim letzten Mal auch eine Glühbirne drin gehabt. Das ist eine Kühlschrankglühbirne und jetzt habe ich eine für den Herd. Das heißt, die hält mehr als 300 Grad aus und die hält, ja, so, was hält die aus? Ich denke mal, so 0 Grad. Yay! Ist Dinge, die man auf jeden Fall in seinem Leben braucht. Glühbirne. Ich bin da quasi perfekt ausgerüstet. Für einen krassen Sommer mit plus 300 Grad und für einen krassen Winter bis Minusgrade. Von dem her, einfach eine Batterie dran, ich bin perfekt ausgerüstet. Klimawandel, ich komme.
Der Naken funktioniert nur an einer Xbox oder am PC. Ich habe keine Xbox. Ich überlege mir, ob ich mir eine Xbox Series S kaufe. Nur damit ich den Controller benutzen kann. Es macht hier alles keinen Sinn. Ich kann damit tatsächlich auch Stadia spielen über einen Laptop bis zum 18.01. Dann ist ja Stadia tot. Yay. Ich bin wirklich traurig. Nee, aber ansonsten, der Controller hält sich super in der Hand. Der ist toll. Ich habe alles probiert, den mit einer PlayStation 4 zu verbinden oder mit einer PlayStation 3. Ich habe mir nochmal einen Adapter bestellt, mit dem ich Xbox-Controller an die Switch mal ranmachen kann. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Mal gucken. Ich lasse mich selber überraschen. Ansonsten ist der Controller echt gut, also für Leute, die eine Xbox haben. Ich werde den wahrscheinlich auch benutzen, wenn ich zum Kumpel fahre. Der hat eine Xbox Series X und dann können wir Spiele gemeinsam spielen. Gibt es noch großartige Spiele, die man mit zwei Controller gemeinsam spielen kann auf der Xbox? Ich meine, er spielt kein Rennspiel oder sowas. Also es wird schon schwierig, ne? Na gut, dieses eine Spiel, was wir dann finden, da habe ich dann meinen eigenen Controller. Der hat ein langes Kabel. Ein sehr langes. Er hat sogar so einen Sicherheitsstecker. Das heißt, wenn ich jetzt hängen bleibe, dann zieht sich nicht die ganze Konsole vom Schrank runter oder der PC. Dann reißt quasi dieser Verbindungsstecker. Ist gar nicht mal so schlecht durchdacht. Hat, glaube ich, sogar jede Xbox. Also zumindest die neuen. Aber ich finde das echt nicht schlecht. Und ich habe nichts gegen Kabel. Ich finde Kabel gut. Der hat übrigens so einen Knopf. Ich weiß nicht, wofür der ist. Wirklich. Und Dolby Atmos über Kopfhöreranschluss. Also hätte ich eine Xbox One, würde ich mir den kaufen. Weil ich habe den echt schon im Laden gesehen und dachte mir so, der ist richtig schön klein. Ich habe nicht große Pfoten. Alles fühlt sich groß an. Oh. Ich glaube, den Witz schneide ich raus. Preistechnisch 50, 30, alles dazwischen machbar. Tisch ist leer, dann habe ich wohl über alles geredet. Lasst euch nicht ärgern, bleibt immer happy. Hat sich die Box gelohnt? Auf jeden Fall. Weil ich habe mich überraschen lassen, ich habe neue Dinge im Kopf. Ich finde den Controller nicht schlecht. Ich habe einen neuen Ventilator, 5. Etage. Hier ist es maximal heiß im Sommer. Von dem her kann ich mich richtig bepusten lassen. Und wenn was toll ist, dann ist es doch bepusten und beblasen lassen. Ja. Ja, ich... Lasst euch nicht ärgern, bleibt immer happy. Wenn ihr euch irgendwie eine Mystery Box holt, versucht immer mit guter Laune ranzugehen, nicht mit Wertsteigerung. Das macht einfach viel mehr Spaß. Also okay, jetzt habe ich das zum vierten Mal gesagt. Bleibt immer happy und lasst euch nicht ärgern.